So, Jagd auf Broken Teil 1. Hier wieder im Zug mit Lethargie und Black Avenger. Nachdem Lethargie uns hier angestiftet hat, haben wir dezent auf Goldmunition gesetzt. Was aber im Nachhinein betrachtet totaler Quatsch war. Also vonnöten war es nicht wirklich. Und wir hatten wieder Glück, den Zug von Broken im Gegnerteam zu haben. War jetzt nicht ganz klar, wo sich der gegnerische Zug dann letztendlich hin orientieren würde. Auf der 0er und 9er Linie ist es etwas ungefährlicher, auf der 1er und 2er Linie fliegen im Regelfall die Fetzen. Wir waren uns hier unschlüssig, ob eher defensiv oder offensiv gespielt wird, aber nachdem wir hier Top-Tier waren, mussten wir einfach Einser- und Zweierlinie abdecken. Führt gar kein Weg dran vorbei. Und daher haben wir dann auch die entsprechenden Positionen hier angefahren. Und damit hat sich Lethargies Vermutung bestätigt, Drakor ist hier gespottet. Was heißt, wenn die Bodyguards da sind, dann ist auch Broken nicht weit. Ich versuche hier möglichst wenig von meiner Wanne zu zeigen. Position überhaupt nicht vernünftig zum Schuss aufgrund vom flachen Profil beim IS-3 und was sich da hinten anbahnt, dieser ganze Ball war alles an Jagd auf Broken beteiligt, was ich überhaupt nicht wusste. Hat sich erst nach dem Match herausgestellt. Versuche hier wiederum ein Stück vorzufahren, aber der beschissene negative Richtwinkel vom IS-3 macht mir hier einen Strich durch die Rechnung. Die Position an, wo unser Zugmitglied abgeschossen wurde. War wieder ein WOT, what the fuck Moment. Der Abpraller am AT-15 mit Gold, also da kommt man normalerweise ohne Gold durch. Jetzt wird es hier kurzfristig mal richtig eng. Der Gegner baut jetzt Druck auf. Wir halten hier zu dritt. Die Flanke.
kommt noch ein Medium dazu. Allerdings Tier 6, der hier nicht viel machen wird. Mal wieder der negative Richtwinkel. Und damit hat sich auch unser Tier 6 Verbündeter hier verabschiedet. Ich drehe die Wanne leicht nach außen, um den Schuss zu bouncen vom gegnerischen IS-7. Den Winkel von der Panzerung hier einfach nochmal zu verstärken. Der ging nicht durch. Nutze hier das Wrack vom Verbündeten als Deckung. Wirkungstreffer. Weiß, dass der KV-1S nicht durch die Hechtnase von IS-3 durchkommt und drehe sie ihm deswegen hin. Hier stirbt der erste Bodyguard von Broken. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Die Luft wird langsam dünn. Wir halten mittlerweile die Flanke zu zweit. Lethargie räumt den Weg frei für den Vormarsch. Ich versuche hier noch den IS anzuzielen, der das allerdings irgendwie gerochen hat und sich in dem Moment nach hinten verdrückt hat. Und da ist Broken, der wohl etwas überhastet geschossen hat. Ich glaube, bei kompletter Einzielzeit hätte er treffen müssen. Hellcat ohne Einzoomen. Ich weiß, dass der IS das gleiche Problem wie der KV-1S hat, nämlich nicht den ausreichenden Durchschlag, um durch die Front vom IS-3 zu kommen. Hab hier allerdings übel gepennt, sonst hätte ich den IS direkt noch einen Treffer verpassen können. Gehe hier über zum Sidescrappen und werde von der gegnerischen Artillerie flankiert, was hier eine ziemlich ungünstige Situation ist, weil ich an sich Broken die lange Seite zeigen wollte und ihn zum Schuss provozieren, was jetzt möglich ist, nachdem Lethargie hier die Artillerie ausgeschaltet hat. So, das ist meine Chance. Broken brennt. Erwischt. Und die nutze ich natürlich bei entsprechender HP und setze den Gnadenstoß. Somit habe ich in dem Match die 2500 Gold gewonnen und möchte mich auch herzlich für das Gefecht bedanken. Es hat übel Spaß gemacht. Zeitweilig war es richtig spannend, als die Flanke fast zusammengeklappt ist. Und ja, bei weiteren Events bin ich auf jeden Fall dabei. Der Spaßfaktor war in jedem Fall gegeben. Und in diesem Sinne noch viel Spaß beim Spielen. Bei Gefallen einfach Kanal abonnieren, gefällt mir drücken und bis die Tage.